Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hans Carossa, leidendes Kätzchen. Früh weckte mich gestern leises Wimmern und Murren. In der großen Stube, mit ganz verschaudertem Gesicht, kauerte der junge Ungar am Boden und schob dem Tier bald ein Wasser, bald ein Milchnäpfchen zu. Es hatte nachts Blut, morgens Galle gespien. Die Milch beachtete es gar nicht, auf das Wasser blickte es unverwandt. Als ich mich näherte, hob es langsam den Kopf wie ein müder, trauriger Mensch. Das Gesicht war viel kleiner geworden, das goldumrandete Bernsteingelb der Augen getrübt, die Nase sehr heiß. Es hatte gewiss Fieber und brennenden Durst. Bald weinend, bald brummend, näherte es nun seine Schnauze dem Wasser, zitterte aber bei jeder Berührung mit einem zornigen Laut zurück. Es war zu sehen, dass ihm der Trinkversuch Schmerz bereitete. Aber immer wieder trieb es rasende Begierde dem Wasser zu. Plötzlich tauchte es eine Vorderpfote ein, dann die andere. Schließlich wollte es ganz in den Topf hineinsteigen, der aber viel zu klein war. Man füllte eine Schüssel, da legte es sich hinein mit seinem ganzen inneren Brand und blieb eine Weile ruhig.